Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute auch wieder mit einer Beantwortung von Fragen, die ich immer wieder per E-Mail, Facebook, Google Plus, YouTube und so weiter erhalte. Das ist, was kann ich an Muskelmasse, an Fettmasse abbauen, an Muskelmasse aufbauen? Das ist natürlich eine Ansage. Die wird mal in den Raum gestellt, welche Möglichkeiten habe ich, an Muskelmasse aufzubauen, an Fettmasse aufzubauen. Ich betreibe schon seit über 25 Jahren Betreuung. Das heißt, ich arbeite seit über 25 Jahren als Personal Trainer, Fitnesstrainer, habe da zigtausende von Menschen auch schon beraten. Und da muss ich eins ganz klar sagen, es gibt kein Mittelwert, wo man sagen kann, okay, du kannst ungefähr dem ausgehen. Mit den Aussagen kann man komplett daneben liegen, weil jeder Mensch, jeder Stoffwechsel ein Stückweise individuell funktioniert. Ich habe Leute, die innerhalb von einem Jahr gemessen mit einer medizinischen Waage Skelettmuskelmasse zwischen 6 und 7 und 8 Kilo zugelegt haben. Dann habe ich wieder Leute, die schaffen es im Jahr maximal bei 2,5 Kilo Muskelmasse. Ich habe auch schon Kandidaten gehabt, da ging so gut wie fast gar nichts. Da muss man natürlich erstmal analysieren, woher kommt es, liegt es tatsächlich an der Genetik, liegt es tatsächlich an der Muskelfaserbestückung, dass eben der Körpertyp nicht geeignet ist für den Muskelaufbau oder einfach nicht diese Voraussetzungen hat, große Mengen Muskelmasse aufzubauen. Das gibt es tatsächlich. Deswegen gibt es natürlich Menschen, die sind eher geeignet, Marathon zu laufen. Dann gibt es Menschen, die sind eher geeignet, Gewichtheber zu werden. Solche Grundvoraussetzungen hat man. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass man nichts erreichen kann. Nur ist es oft so, dass viele Menschen sich anhand von Aussagen vergleichen, die passen überhaupt nicht vom Körpertyp. Da gibt es natürlich auch einschlägige Fachzeitschriften, da gibt es natürlich einige Plattformen im Internet, wo dann der ein oder andere sagt, ich habe in der und der Zeit das und das erreicht. So, und jetzt komme ich als Karl-Heinz, was weiß ich mal, und sage, ja, aber wenn der doch das erreicht hat innerhalb der kurzen Zeit, warum erreiche ich dann nicht das und das? Ganz einfach, es sind natürlich zig verschiedene Parameter, die für den Muskelaufbau wichtig sind oder auch für die Fettreduktion wichtig sind. Die kann ich so erstens mal nicht bewerten, wenn ich keine Daten von dieser Person habe. Zweitens ist es da auch so, dass man natürlich eben den Parameter zum Beispiel, wie diszipliniert ist eine Person, wie intensiv trainiert eine Person, was ist für die Person intensives Training, was ist für die Person ein richtig hartes Training. Das sind ganz individuelle Parameter, die natürlich auch zu ganz individuellen Ergebnissen führen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man letztendlich irgendwann mal lernt, sein Vorhaben realistisch zu bewerten, sich natürlich auch ein Stückweise selbst beurteilt, sich selbst einen Spiegel vorhält und natürlich gewisse Parameter überprüft, wie regelmäßig war ich im Training, wie hart trainiere ich tatsächlich im Verhältnis zu anderen, wie gut ist meine Ernährungsweise, wie gut halte ich meine Vorgaben, halte ich gewisse Regeln alle ein oder habe ich hier und da schon meine Ausreißer. Und dann ergibt sich natürlich ein Bild schon mal, ein Selbstbild. Und anhand von dem Selbstbild kann ich dann irgendwann so ein Stückweise bewerten, wo führt es tatsächlich hin. Den größten Parameter der Optimierung liegt bei den meisten Menschen immer noch im Ernährungsverhalten. Deswegen ist da immer die erste Frage, ob das Ernährungsverhalten zum Vorhaben passt oder nicht. Die zweite Variante ist die Intensität des Trainings. Wie intensiv belaste ich mich im Training? Und da sehe ich natürlich immer bei meinen Personal-Trainingstunden in verschiedenen Studios, dass natürlich viele Menschen trainieren, aber nur ein ganz kleiner Anteil eine hohe Intensität im Training aufweist. Das erkennt man an der Körpersprache, unter anderem natürlich auch am Blick. Und zwar an dem sogenannten intervenierten Blick. Wenn ein Mensch natürlich in höchster Ekstase in seinem Training befindet, dann mit jeder Faser des Körpers versucht, hier zu trainieren. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Strukturen von Menschen. Und genauso aus diesen Gründen sind die Ergebnisse immer unterschiedlich strukturiert. Und ich muss natürlich immer von meinen Möglichkeiten ausgehen und muss meine Möglichkeiten realistisch bewerten. Dann mache ich mir im Training auch keinen Stress. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine gesunde Ernährungsweise, deine realistische Bewertung deines Körpers. Meine Aufgabe.